So, weiter geht's. Ich habe jetzt hier mal Larry 2 genommen als Game. Das ist einfach jetzt nochmal eine Testaufnahme, ob die Games jetzt gut funktionieren. Larry 1 habe ich euch ja schon vorgestellt. Das wäre jetzt Larry 2. Würde ich mal sagen, von der Qualität her nochmal eine Steigerung, ne? Also was die Grafik betrifft. So, hier haben wir dann so einen Music Store. Ich weiß gar nicht, ob man hier so reinkommt. Nee, das nicht. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Okay, Leute, also das, wie gesagt, das ist jetzt hier erst nochmal ein Test, ob alles flüssig läuft, ob die Audioqualität gut ist, ob alles gut zu sehen ist sozusagen, ne? Ja, hier sind wir dann vor den TV-Studios. Gehen wir mal hoch. Das war übrigens auch so, ja, Larry 2 habe ich ziemlich gemocht als Game. Sehr, sehr aufwendiges Spiel mit sehr vielen Locations. Also ist man schon so einige Zeit dran, ne, um das zu lösen. So. Gucken wir mal, was es noch für Gegenden gibt, ne? So, und weiter geht's. Ja, dann, ne, eine schöne Kulisse hier, sag ich mal, ne? Diese Großstadt, die wir hier sehen. Ach, Hollywood kann man sogar sehen, ne? Wenn er mal oben schaut. Hollywood steht da sogar. So, ja, das geht doch in die gute Richtung, ne? Liquor Shop, also ein Shop, wo es wieder gute Getränke gibt, ne? Gehen wir mal hin und schauen, was es so gibt. Quickie Mark, ja, gehen wir mal rein, ne? Open 24 Hours. Ah. Ja, das ist ja quasi eigentlich der gleiche Shop vom Aussehen wie bei Larry 1, ne? Nur glaube ich, die Dame an der Theke, die ist bei Larry 1 nicht, ne? Okay, dann schauen wir nochmal weiter hier. Das ist dann eine Drogerie. Ne, wo man so ein Pflegemittel bekommt und so weiter, ne? Ja, Prescriptions, also wahrscheinlich, ja, ist wahrscheinlich so in den USA eher eine Apotheke oder so, ne? Würde ich mal sagen, Apotheke. Wir gehen weiter. Hier sind wir dann im Armenviertel, ja. Die Leute sitzen da in den Gängen und sind am Trinken, ne? Ist natürlich schade irgendwo, ne? Kein Bürgergeld, glaube ich, gibt es in den USA, gibt es, glaube ich, kein Bürgergeld wie in Deutschland, oder? Bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, hier ist ein Friseur. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Also, ihr seht ja hier dieses bunte Ding, ne? Dieses blau-rote, diese blau-rote Säule. Rot ist deswegen, weil man konnte damals auch beim Barbier sich, glaube ich, auch Blut abnehmen lassen oder so. Das hat er, glaube ich, auch gemacht. Ne, also das ist immer noch in Amerika ein Zeichen hier, diese Säule, ne, diese blau-rote Säule, dass es sich um einen Friseur handelt. Barber, ne? Oder Barbier. Ne? Daran erkennt man das in den USA, diese Säule. Ja, hier ist dann im Laufe des Spiels so ein Schiff, ne, was dann anhält. Und wo man dann auch mit verreisen muss mit dem Schiff. Da muss man aber hier vorher ganz viele Sachen regeln, bis man halt so weit ist. Ne? Wir gehen mal noch weiter. Zum Friseur muss man natürlich auch noch später, ist klar, ne? Das gehört alles dazu, ne? So, und dann hier irgendwelche Hallen. Wann kam das? Ja, das Spiel kam auch Ende der 80er raus. Kamen viele Games Ende der 80er raus. Ah, dann sind wir wieder hier zu Hause. Ja, aber erstmal ein Test, Leute. Mal gucken, wie es geworden ist. Wenn es gut geworden ist, lade ich es hoch. Ciao, ciao.